Hallo und herzlich willkommen auf Evo2kTV zu einer neuen Let's Play-Serie auf meinem Kanal. Es geht mit FIFA 18 los, der Karriere, die ich wieder mit Borussia Dortmund starten werde. Da habe ich im letzten Jahr schon gespielt und habe da das Triple geholt und schauen wir mal, ob es dieses Jahr wieder funktioniert. Auf jeden Fall könnt ihr schon mal merken, wenn ihr noch kein Abonnent seid, um 17 Uhr jeden Tag eine neue Folge von der FIFA 18-Karriere. Das wird definitiv täglich durchgezogen. Ich freue mich drauf. Bin allerdings mal gespannt, wie die KI hier so reagiert. Und ich habe eben schon mal eine Karriere gestartet, wir müssen es aber nochmal von vorne beginnen, weil Christian Pulisic hatte nämlich eine Ausstiegsklausel und ich muss sehen, dass ich die dem abnehme. Der wurde nämlich von West Ham United verpflichtet und ich will das ehrlich gesagt nicht. Ich will mit der Originalmannschaft von Borussia Dortmund spielen, nicht, dass da irgendwelche Spieler schon geholt werden. So, hier Trainererstellung hatten wir eben schon mal. Gehen wir wieder als Eden Harald. So, na Dortmund mit Peter Bosch einen Trainer hat, der leider keine Haare mehr hat. Oder er möchte es so, das weiß ich nicht. Nehmen wir natürlich dieses Jahr mal einen glatzköpfigen Trainer und in Anzug. So. Europäischer Wettbewerb in der Saison. Transferfenster im Sommer deaktivieren. Ja, das finde ich gut. Ja, das ist okay. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil dann muss ich mich mit sowas da nicht beschäftigen. Und dann kommen auch keine Transferanfragen, weil wir wollen ja einfach nur die Karriere spielen. Wir wollen das einfach so machen, wir wollen einfach die Spiele so runterspielen, wie Borussia Dortmund die Spiele in der Saison hat. Und da freue ich mich auch drauf. Ist ja nur die Sommer. Im Winter, da werden wir dann vielleicht mal Transfers tätigen oder vielleicht auch mal Spieler verkaufen. Aber müssen wir halt erstmal beobachten. Aber ich will erstmal mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, will ich arbeiten. Und ja. Sehen wir, Dortmund beruft Harald als neuen Chef. Das ist schön. Jetzt werden wir gleich erstmal dann die Mannschaft uns angucken. Beziehungsweise die Aufstellung. Ich habe auch schon wieder im Kopf, wie ich spielen werde. Normalerweise bei Ultimate Team, was natürlich auch kommen wird dieses Jahr wieder. Hier die Weekend League, die Pack Openings, die Rewards. Die werden wieder donnerstags dann, nehme ich mal, ankommen. Die werde ich dann auch schnellstmöglich hochladen. In Ultimate Team habe ich nämlich mit dem 4-3-1-2 gespielt. Das war dann nämlich auch die Taktik, mit der ich dann Elite 3 nochmal geholt habe. Die wollte ich eigentlich alles mit Dortmund spielen, weil Dortmund hat so gute Flügelspieler, dass ich auf jeden Fall 4-3-2-1 spielen werde. Also quasi so wie Peter Bosch das auch bei Borussia Dortmund aktuell macht. So, Freundschaftsspiele wollen wir nicht, weil, das kann ich euch schon mal verraten, wir haben nämlich das erste Spiel der Saison, ist ein Supercup-Spiel. Und ja, da möchte ich dann nämlich auf so diese Freundschaftsspiele verzichten. Die finde ich ja irgendwie langweilig. So, wo haben wir denn 4-3-2-1? Also was echt heftig ist, das Spiel hat einen ganz schönen Delay. Also hier mit den Tasten. Das geht nicht reibungslos. Ich hoffe, dass das noch gepatcht wird. So, jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Die ist aber unwichtig. So, Schürrle wird erstmal nicht spielen. Hier werde ich auf Toprak setzen. Da gehe ich halt erstmal nach den stärksten Spielern. So, Rollen. Ah, okay, wir haben Marcel Schmelzer noch vergessen. Der ist nämlich verletzt auf der Bank. Beziehungsweise in der Reserve. So, und jetzt die Rollenverteilung. Schmelzer, Kapitän. Kurzer Freistoß, Reus. Kurzer Freistoß, Reus. Langer Freistoß macht Schmelzer. Elfmeter kann so bleiben, Ecken können so bleiben. So, und jetzt ist was, das übernehme ich aus Ultimate Team. Ich hoffe natürlich, dass das hier auch funktioniert. So, dann kriegt Shahin eher so den defensiveren Part und die bleiben hinten bei Angriffen, die Außenverteidiger. Das ist erstmal das, was ich so übernehme. Schauen wir mal, ob sich das als gut herausstellt. So, was sehr schade ist, also wir haben ja jetzt bei Dortmund, die haben ja
die Lizenz bei Pro Evolution Soccer. Und dadurch ist eben auch leider das Stadion nicht mehr da, der Signal Iduna Park. Und was auch sehr schade ist, letztes Jahr gab es ja das Champions League Trikot im Spiel. Ist dieses Jahr leider nicht drin, dafür ist dieses graue Alternativtrikot drin. Das habt ihr vielleicht schon im Vorschaubild gesehen. Und ja, müssen wir halt doch in den gelben Trikots spielen. Oh, warte mal, hier sind ganz viele E-Mails. Das ist immer ein Fehler, ihr Nationaltrainer. So, auf jeden Fall heute bekommt ihr schon mal direkt ein Spiel, und zwar das Supercup-Spiel gegen die Bayern. Und das startet auch jetzt. Und schauen wir mal. So, die Bayern werden dann wahrscheinlich in Rot spielen. Wir in Gelb. Spieleinstellung zeige ich euch nochmal auf Legende. Und da schauen wir mal. Jetzt muss ich noch gucken, ob ich hier die, wie heißt denn das? Hand und sowas, ob das aus ist, weil Hand finde ich total die Schwachsinnsregel. Gibt es auch im Online-Modus nicht. Und Online-Modus ist eigentlich der Fokus von meinem Spiel. So, dann legen wir mal los. Muss ich den Ton mal hier ein bisschen lauter machen, dass ich ein bisschen was höre. So, das sind so Sachen, die zeige ich euch dann nicht mehr. Die seht ihr nur heute in der Folge. Ich werde das bei den nächsten Folgen nämlich so machen, dass ich das hier rausschneide, dass wir dann quasi direkt hier ins Spiel kommen. Also genau in den So, jetzt Menüpunkt, der kommen jetzt wir also kommt. zum Finale, Oh, zum das ist Höhepunkt geil, dass man dieses jetzt das Wettbewerbs. Aufwärmen hier sieht. Das war nämlich vorher nicht. Ich habe eine neue Nachricht, okay. Okay, das ist cool gemacht. Was nur ein bisschen schade ist, die haben ja schon das richtige Trikot drunter. Also hätten sie vielleicht noch ein Trainingsshirt oder so Wolfsfuß und verwenden können. Frank Buschmann begrüßen Sie auf Im das Waldstadion spielen wir Allerherzlichste. mit Borussia Wir haben hier oben Dortmund. schon mal Platz genommen Wie an den hart ist das denn? Kommentatorenplätzen und ich hoffe, Sie zu Hause machen sich's auch gemütlich. Und freuen Sie sich auf diese Partie, das wird mit Sicherheit ein tolles Spiel. Das ist mal hart. Und heute heißt es also, Ah, cool, Borussia den Ball Dortmund gibt's doch. Ich dachte, den gegen gibt's nicht den in FC Ultimate Bayern. Team. Also gehe ich zumindest mal davon aus, Kleines dass der in Rennen vor Ultimate der Team dann doch Partie der Ball ist. mitnichten. Der Wir Ball, spielen genau, hier der bei Ball ist. Meister und Pokalsieger gegeneinander. Und der Ausgang ist gerade nach der Aber langen wenn der jetzt schon Pause im völlig normalen offen. FIFA drin ist, ist der bestimmt noch da. Oh, guck mal, der Herr Ancelotti. Sie haben sich einen neuen Ja, Mann wird für Wilmar die Toprak wird Defensive gezeigt. geangelt. War vielleicht überfällig, ne, Muschi? Ja, da hat sie auf jeden Fall Bedarf. Er wird sich 34 stärker und Millionen stimmt aber stabiler machen. nicht. Gott, wie der aussieht. Mal gespannt, wie viele Dortmund-Spiele überhaupt hier lizenziert sind vom Gesicht, jetzt wo Pro Evolution Soccer Das eben sind natürlich die Rechte an Experten. Borussia Wenn es darum Dortmund geht, hat. den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu Manager lassen, Eden Muschi. Harald. Ja, das ist schon Jamolenko, auf brutal. den bin ich richtig Wie viel gespannt. Der Druck wird sie machen, definitiv auch ein Spieler bei mir wie in sie den Ultimate Team, Gegner auch wenn er nicht so die einspülen, geilen wie sie Werte hat, aber Fehlern zwingen. auf den Jungen Das habe wird ich Bock. heute die Strategie sein. Der geht ganz schön lang. Warum werde ich denn hier nicht mal gezeigt? Hier der Eden. Das Tiki-Taka ist natürlich eine große Spezialität von Ihnen, Buschi. Ja, Und das wollen Neuer, Sie auch heute Kimmich, wieder Hummels, zeigen. Boateng, Ja, Alaba, das kann Gegner Martinez, leicht. Sie Vidal, haben mit Kapitän, okay. Sicherheit haben die Fuß, um das wirklich Das ist konsequent aber schon mal ein durchzuziehen. Fehler, weil der Neuer ist doch Kapitän bei Bayern. Martinez spielt irgendwie auf der 6, okay. Kurios, kurios, kurios. Kurz zum FCB, Buschi. Wenn du ganz spontan drei Spieler nennen müsstest, die den Club geprägt haben, welche wären das? Oh Gott, oh Ich Gott, oh sehe gar Gott. nicht die Handschuhe von Bürki, weil die auch orange Also, sind. Außer als hätte wahrscheinlich er gibt es so in einen jedem Jahrzehnt komplett Strampler mehr an als für die drei Arme. Spieler, die mehr als drei Heiko Tore machen. Wasserschneider ist auch wieder So, dieses Jahr am für die Start. Das freut Clubhistorie, uns für die doch. wirklich prägenden So, und das Figuren ist jetzt dieser schon Phase, neu. dann wirklich drei Namen ein. Ich glaube, das geht jedem Fußballfan ganz genauso. Sepp Maier, Gerd Müller und natürlich Franz Beckenbauer. Also dieser Anschluss, was meinst du, das ist neu. Frank. Ich kriege gerade eine Nachricht nach der anderen, weil alle wissen wollen, wo ich schon FIFA hier habe. Die meisten Wird's jetzt wissen wahrscheinlich nicht, gefährlich? dass man diese Ronaldo Edition 3 Tage Entscheidet auf vorher bekommt. Foul, aber Erstes da Foul der kann er die Bayern. Verwarnung noch stecken lassen. Oh, Das war Castro noch gewinnt Gastro. den. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat Ja, er. da war Ober. Ein paar Worte zu Manuel Neuer. Ich denke Und nicht, Toprak dass ihn das gewinnt. groß beeinflusst, aber trotzdem, es ist natürlich eine unschöne Situation, wie die Fans hier reagieren. Jetzt schießt er! Oh, erste Das gute ist Chance für gefährlich. uns. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal Von weg. Marco Reus.
Also bis jetzt finde ich die KI absolut in Ordnung. Und Jarmolenko lässt sich da aber jetzt ein bisschen vernaschen. Warum geht der Piszczek denn nach vorne? Der hat hinten bleiben bei Angriffen. Da steht die Abwehr sicher. So, jetzt Jarmolenko. Ober lässt da Hummels aussteigen. Ach, scheiße, Mann. Und jetzt ist der Ball geklärt. Götze. Boah. Und Schein. Juri. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Robben. Und Javi Martinez. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da kommt Arjen Robben. Arjen Robben kommt. Und Robben. Kimmich. Den Ball holt er sich auf der Außenbahn. Reus. So, Reus. Ziehen wir mal mit unserem Flügelspieler, unserem linken Flügelspieler nach rechts. Das ist nach Reus. Unten. Nein! Ball immer aus und das gibt Ecke. Ja gut, Eckball, okay, da war einer dran. Ecke wird kurz ausgeführt. Okay, also L2-R2 Dribbling ist deutlich abgeschwächt worden. Das ist, wirkt nicht mehr so schnell, das wirkt jetzt schon etwas realistischer. Weil vorher war das so, als würde der Ball an dir kleben. Jetzt Vidal. Jetzt Ribéry. Und nun Alaba. Oh shit. Alaba. Tja, wo ist sie jetzt? Mit Ober nach hinten gehen. Die Chance. Das ist klasse, wie sie das da machen. Weil sie er versucht. Alter, gute Chance. Junge, war das knapp. Na, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren sie doch noch zur Stelle. Gut den Ball verteidigt. Den Ball fängt Martinez an. Jetzt die Bayern im Angriff. Sieht gut aus, Lewandowski. Jetzt Vidal. Lewandowski. Jetzt. Da kommt der Schuss. Keine Schuss. Bayern aber am Druck, aber Martinez kann halt nicht schießen. Da war vielleicht sogar mehr drin. Nein. Ballverlust. Die Bayern im Vorwärtsgang. Ja, jetzt sind die Bayern gerade in einer guten Druckphase. Kimmich. Lewandowski. James Rodriguez. Den Ball holt er sich. Jarmolenko fängt ab. Und den spielt er gleich wieder zurück. Götze. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Warum stehen die denn so weit vorne, meine Verteidiger? Alaba. Und das oh, ist der Piszczek kriegt der Ding noch? Nee. Scheiße. Da bekommt er Unterstützung. Jetzt David Alaba. Spiel zurück zu Ribéry. Arturo wieder. Spiel das haben zurück auf gespielt. Lewandowski. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. So, jetzt auch Aubameyang. Jetzt Aubameyang. Aubameyang ist ein ganz besonderer Spieler. Spielertyp. Nein! Also auch abseits des Platzes. Da merkst du schon, dass der, also die Geschwindigkeit haben sie wohl doch angepasst dieses Jahr. Weil letztes Jahr hast du ja kaum was von der Pace gemerkt bei den Unterschieden. Also hier merkst du schon, dass ein Ober deutlich schneller ist als ein Hummels. Oh, da ist Robben. Und Robben macht das 1-0. Scheiße. Dortmund muss reagieren. Ich bin sehr gespannt, was jetzt von der Borussia kommt. Wichtiger Treffer für die Bayern. Sie sind vorne. Jetzt vielleicht. Aubameyang mal. Oh, fuck, man. Gutes Technik. Götze. Und nun Castro. Jarmolenko, oh Mann. Guter Zweikampf. Rodriguez. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Kimmich.
James Rodriguez. Vidal. Jetzt nochmal die Bayern. Javi Martinez jetzt. Ja, da ist Lewandowski. Sie bieten sich an. Und jetzt der Schuss. So, jetzt sind wir Schein. Götze. Mario Götze jetzt. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Wo geht der Pass hin? Noch 2 Minuten oben drauf. Nun Lewandowski. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und Jarmolenko, aber Alaba. Das Foul hier von Hummels. Foul von Alaba. Es gibt den Freistoß. Nee, doch nicht. Das war da hinten irgendwo. Marco Reus. Ah, scheiße. Die Defensive steht. Zur Pause. Na gut, 0-1 nach der ersten Halbzeit. 4-1 Torschüsse für die Bayern. Lassen wir erstmal so die Aufstellung. So, rein in den zweiten Durchgang. Weiter geht's. Schauen wir mal, wer hier in diesem Finale diesmal die ersten Akzente setzen kann. Oh, abgefangen. Götze. Ja. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Spiel geht weiter nach Foul an Ribéry. Gut, dass er dazwischen geht, das wäre gefährlich geworden. Reus. Götze. Gonzalo Castro jetzt. Aubameyang. Super dazwischen gegangen. Das war dumm. Ich hätte vielleicht mal lupfen sollen. Neymar ist zu Paris Saint-Germain gewechselt und verlässt den FC Barcelona. Das ist ja eine Überraschung. Es ist wichtig, dass er jetzt klar gut erobert von Piszczek. Ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Über Reus könnte was gehen. Nein! Faust den Ball weg. Klasse. Ballverlust. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Okay. Ich habe den Eindruck, die haben die Zweikämpfe nochmal verändert im Gegensatz zur Demo. Lewandowski. Wirkt mir so träge. Jetzt die Bayern im Angriff. Alaba. So, immer weiter läuft der Ball, immer weiter suchen sie die Lücke. Hürki, Mann, warum läufst du denn nicht raus? Alter, Piszczek. Nur Vidal. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Robert Lewandowski. Oh, oh. Chance für Lewandowski. Alter. So, jetzt wechseln wir mal. Ich glaube, wir werden sogar mal die Aufstellung ändern. Vielleicht komme ich doch damit besser zurecht. So, Aubameyang. Reus und dann Sahin geht mal raus. Für den kommt mal Weigel. Und Dahoud für Götze. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Er wechselt 2 frische Leute ins Spiel ein. Dahoud. Reus. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Jetzt Aubameyang. Dahoud. Pierre-Emerick Aubameyang. Mahmoud Dahoud. Nein! Den Ball hat er. Er will den Ball. Gefällt ihm natürlich nicht, was hier gerade passiert. Oh. Ja, Mann! Der BVB ist wieder drin. Geht doch, Marco Spiel. Reus. Na, kaum änderst du die Aufstellung, hier läuft das. Tor. War dann am Ende Marco Reus, schön. Oh, der hat den Laufweg auch richtig gut gemacht. Ja, natürlich haben sie in der Klasse freigespielt, aber trotzdem. Also hier schon mal nicht zu null unter. Also Tore schießen können wir schon, das steht schon mal fest. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. David Martinez. Oh nein. Jetzt nochmal die Bayern. Lass dich nicht vom Robben lassen machen. Macht er ihn. Souverän gemacht vom Torwart.
Schmelzer. Das nächste Spiel Reus wieder. Steht an in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Und das ist eine Partie. Oh shit, Mann, Alter. Da hatte ich zu viel Platz jetzt, damit habe ich gar nicht gerechnet. Jetzt vielleicht Aubameyang am Mann. Dahoud. Der Schmelzer. Er bekommt Hilfe. Julian Weigel. Aubameyang, ist es das? Mann. Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. Ach stimmt, es gibt ja diese Schnellwechselfunktion. Jabulenko gegen Philipp. Das komplette Spiel Vollgas, das ist schon nee. Wahnsinn. Ein irrer Anblick, wie diese Anleger ihr Team. Das kann man aber auch einstellen, dass das selbst, was man quasi dann selbst sagen kann. Ich möchte, dass der kommt, aber es war in der Demo auch schon so. Oh, shit, Mann. Richtig gute. Den kann erklären. Ach, die Laufwege sind ja richtig gut hier in dem jetzt neuen Spiel. Kommt Thiago in die Partie. Noch. Nein. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Weil letztes Jahr war es sogar Dembélé, glaube ich, das erste Tor für mich erzielt. Guter Pass. Der eine oder andere mag sich noch an ihn erinnern. Oh. Und Robben. Robben. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr drüber. Nichts machen, das war ungefährlich. Vidal. David Alaba am Ball. Das Potenzial von David Alaba haben noch sie Pressing hier stellen. Schon früh entdeckt, Buschi. Ja, dementsprechend hält er auch den Rekord als jüngster Nationalspieler aller Zeiten. Heute ist er natürlich die tragende Stütze. Oh, was ein schlechter Pass. Javi Martinez jetzt. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Pass auf Robben. Eckball. Und das gibt Eckball. Verdammt. Kurze Ecke. Da helfen sie Robben. Das macht er sehr gut. Neue Passsysteme gefällt mir auch deutlich besser. So, und jetzt wird Ober geschickt. Aber er ist irgendwie gerade. Der war nicht mehr so frisch halt, ne? Gut gespielt. Ball geht nach außen. Jetzt Lewandowski. Gut verteidigt oh, hier. Castro, sehr gut. Schmelzer. Oh, da ist jetzt Ober durch. Ober ist durch. Wo passt denn der hin? Julian Weigel. Dahoud. Aubameyang. Oh nein. Gute Chance jetzt. Ja, der Bayern-Trainer ist ja nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Den Treffer hätte er jetzt gerne mitgenommen. Da waren sie nicht weit vom Führungstor entfernt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Dahoud. Und Aubameyang. Er schießt. Scheiße, Mann. Jetzt kommen die Chancen. Jamolenko. Möglicherweise rettet er damit das Unentschieden. Gut möglich. Lange zu spielen ist nicht mehr. Da hat er super reagiert. Weit. Da ist die Chance. Oh, Kacke. Gut aufgepasst. Scheiße, Verlängerung. Hier, 8 Schüsse. Ey. War mal deutlich aufgeholt, seitdem wir umgestellt haben. Ach, es gibt ja gar keinen. Es gibt ja direkt Elfmeterschießen. Das ist ja cool. Scheiße, hätten wir nochmal wechseln können. Na gut. Oh, ich habe noch nie Elfmeterschießen gemacht in der Demo. Und jetzt der dann passen aus links, rechts. Um dir mehr Platz zu verschaffen. Anlauftempo anzupassen. Jawohl. Oh Gott, ich habe das alte Elfmeterschießen geliebt. Scheiße. Sehr platziert, Tor. So muss man einen Elfmeter schießen. Oh, der könnte zu hoch gehen. Glück gehabt, ey. Das war wirklich knapp.
Mann! Schießen alle nach rechts. Ja, Mulenko. Der schießt jetzt nach links. Der hat einen anderen Anlaufweg. Jawohl! Peace-Check. Nein! Scheiße. Robben. Oh, ey. So ein Sack. Castro. Ich hab das Down noch drin. Ich denke, Down, der läuft jetzt an. So, Thiago. Jetzt also lastet die komplette Verantwortung auf. Mann, ey. Das war genauso geplant. Sehr Dahoud. Super gemacht. Das gibt's nicht. Super Parade. Das ist der entscheidende Moment. Mats Hummels. Dann haben sie's. Ach Mann, ey. Elfmeterschießen verloren. Na gut, kann man nicht ändern. Pech. Vom Pfosten ins Tor und damit ist dieser Ball unhaltbar. Super Cup verloren. Ach, guck mal, da ist der Eden Harald und der Ancelotti. Eine Niederlage im Finale. Das tut. Habe ich tatsächlich meinen Pokal nicht geholt. Aber ich habe auch nur mit der Verlängerung gerechnet. Ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass ja kein. Ja, dass es im Supercup keine Verlängerung gibt. Gucken wir uns das nochmal gerade an. Dass man wenigstens eine kleine Sequenz hier hat. Auch wenn es die Bayern jetzt sind, die jubeln. Der Spieler, die für ihren Traum so hart gearbeitet haben. Ja, der Traum vom Supercup. Gekämpft. Und jetzt stehen sie ganz oben. Ja, das war schon ein großes Kino, was die Spieler hier geleistet haben. Das wissen sie auch. Umso ausgelassener. Schade. Während sie die Trophäe nach oben strecken. Na gut, kann man nichts ändern. Damit ist die Folge rum. Morgen geht es dann, wie gesagt, um 17 Uhr weiter mit dem ersten Bundesligaspiel. Würde mich freuen, wenn ihr reinschalten würdet. Und wie gesagt, einfach mal ein Abo hinterlassen, wenn ihr Bock auf mehr Folgen habt. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Könnt gerne was in die Kommentare reinschreiben oder auf meinem Discord-Channel vorbeischauen. Der Link unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Macht's gut und selbst viel Spaß bei FIFA 18 und ciao.